Hallo, mein Name ist Jan Rieder, ich bin 30 Jahre alt und komme vom Ahrweiler BC. Ja, auch von mir ein ganz recht herzliches Willkommen, Jan Rieder. Du hast vergangene Saison eine brutal starke Ligaleistung gezeigt, mit 18 Toren und 11 Vorlagen, so stand es zumindest auf transfermarkt.de. Jetzt zieht es dich zur TuS mit 30 Jahren. Wieso so spät und wieso überhaupt zieht es dich jetzt zur TuS? Ja, ich würde mal sagen, mit 30 Jahren kann man meiner Meinung nach nochmal in der Oberliga angreifen. Ich habe ja zuvor schon in Friesdorf in der Oberliga gespielt, dann damals in Mayen und in Breisig und in Rosbach in der Oberliga. Und dann bin ich zum Ahrweiler BC nach Friesdorf gegangen. Ja, und dann habe ich halt vor kurzem einen Anruf vom Anel bekommen und er hat mich gefragt, ob ich nochmal Lust drauf hätte. Und habe ich direkt gesagt, ja. Vorher war das Interesse noch nicht so da, aber jetzt haben wir uns zusammengefunden und ich freue mich auf die nächste Saison und hoffe natürlich, dass ich mich durchsetze und meine Leistung zeigen kann. Mit 30 Jahren hast du ja auch schon wahrscheinlich einiges gesehen. Hast du mittlerweile schon sowas wie dein persönliches Karriere-Highlight? Oh, da gibt es eigentlich viele Momente. Also persönliches Highlight gibt es eigentlich nicht, aber ich sag mal so, die Aufstiege damals im zweiten Seniorenjahr mit Breisig in die Oberliga war für mich halt ein Highlight. Und der Aufstieg mit Friesdorf nachher nochmal in die Oberliga war auch ein Highlight. Aber sonst gab es in meinen Augen kein Highlight. Jede gut abgeschlossene oder verletzungsfreie Saison ist ein schönes Highlight, sage ich mal. Bei der TuS triffst du ja auf eine extrem junge Mannschaft. Mit 30 Jahren bist du ja mit einer der Ältesten. Bist du auch der Typ Führungsspieler? Können die Jungen sich was noch von dir abschauen oder wie schätzt du dich da eigentlich selbst ein? Ja, ich denke, die Jungs können schon ein bisschen was von mir lernen, aber ich gucke erstmal auf mich. Ich denke mal, ich kann auch von dem einen oder anderen was lernen. Stali schon länger hochgespielt, Dani höher gespielt. Also ich denke, ich gucke mir eher was von den anderen ab und gebe den Jungs, den jüngeren Spielern halt Tipps und helfe ihnen so gut ich kann. Ich glaube, es wäre nochmal ganz cool, gerade weil du jetzt ganz neu dabei bist, so eine ganz schnelle, fixe Frage-Antwort-Runde zu machen. Ich sag zwei Wörter, du entscheidest dich dann für eins, okay? Also, du wirst es jetzt merken. Bundesliga oder Weltmeisterschaft? Weltmeisterschaft. Kino oder Filmabend? Kino. Comedy oder Horrorfilm? Comedy. TuS Koblenz oder SG Bad Breisig? TuS Koblenz. TuS Koblenz oder Ahrweiler BC? TuS Koblenz. Ketchup oder Mayo? Ketchup. FIFA oder Pro Evolution Soccer? FIFA. Linker Fuß oder rechter Fuß? Linker Fuß, definitiv. Tor oder Vorlage? Tor. Vielen Dank, Jan Rieder. Dankeschön. Danke.